Einen schönen guten Tag bei einer neuen Folge von Let's Play Rune Factory. Wir haben uns letzte Mal beim Fate verabschiedet. Dafür treffen wir uns heute wieder bei unserem lieben Freund Herr Watt. Guten Tag, Herr Watt. Er hat anscheinend ein neues Produkt. Ja, ich wollte eigentlich sagen, wie geht's Ihnen, aber dann zeig mal, was du hast, mein Freund. Breitschwert, Langschwert kennen wir schon. Das Schattenschwert kennen wir auch schon. Den Zweihänder kennen wir. Fein. Ja, 7000, nicht schlecht. Aber ist das jetzt ein Zweihänder oder ist das ein Zweihänder, oder? Ja, das ist ein Zweihänder. Ich will aber kein Zweihänder haben. Ein Speer, Lanze, Schlachthammer, Eisenschild. Ist was Feines. Aber ich mal sagen, ganz kurz. Ja, geben wir Geld für was Sinnvolles aus. Wenn wir mindestens ein bisschen ein paar Fortschritte bei unseren Waffen haben, würde ich sagen, holen wir uns mal ein besseres Schild. Aus dem einfachen, simplen Grund, ich habe gerade Lust zu. Ja, und dafür holen wir uns jetzt ein Eisenschild. Doppelt so gut, machen wir noch gleich Gewinn. Aber eigentlich wollte ich mit dir aus einem anderen Grund reden. Ich würde fragen, ob du uns was aufrüsten kannst, mein Freund. Ich hätte gerne eine Gießkanne. Zwei Stücken Eisen. Diesmal nicht. Eine billige Gießkanne kann uns herstellen. Sehr schön, was haben wir denn? Buh. Okay. So viel zum Aufrüsten von Gegenständen. Wir hatten ja die Theorie geäußert, oder jemand hat die Theorie geäußert, dass man eventuell bei unserem lieben Herrn Freund von Herrn Watt unsere Waffen aufrüsten kann. Das geht anscheinend leider nicht. Ach, Manometer. Ich würde sagen, wo wir jetzt in der Stadt sind, schauen wir uns herum. Hallo, wie geht's dir? Guten Morgen. Heute ist Montag. Heute ist Sonntag? Hä? Ah, nee, ist Sonntag. Da ist Montag. Das hier war eine Clemenshöhle? Ein Wunder, dass hier nichts passiert ist. Sehe ich genauso. Tau und ich sind schon. Ja. Wie geht's? Hast du dich schon an das Dorf gewöhnt? Ja, also eigentlich schon. Hier gehen wir ja nicht lang aus der bekanntlichen Aura der Finsternis. Dafür aber gehen wir hier Tafel putzen. Cecilia! Guten Morgen, Kleiner, wie geht's dir? Givert, danke, dass du mich gerettet hast. Mach ich doch gerne, Schätzchen. Ja, die Unterhaltung hatten wir schon. Ich war so froh, dass du mich gerettet hast, Givert. Kein Problem, machen wir noch gerne, wie schon gesagt. Ich war so froh, dass du mich gerettet hast, Givert. Ja. Wir haben mich auch lieb, Kleiner. Gehen wir mal kurz bei unserem ganz Leuten vorbei, schon auf jeden Fall. Wie zum Beispiel Felicitas, wie geht's dir? Guten Morgen. Ach, genau. Wozu auch deutsche Sätze bilden? Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich bin froh, dass es hier erst gut geht. Danke, Givert. Tja. Jetzt sind sie auch eben Givert. Da haben wir noch gerne. Es ist wunderbar, arbeiten zu können, ohne müde zu werden. Ja, also nicht müde zu werden hat schon was. Allerdings kann man dann auch schlechter einschlafen auf der Arbeit, Cecilia. Das musst du auch mal so sehen. Das sieht sich anscheinend nicht so. Fangen wir uns jetzt mal recht sein. Mary, guten Morgen. Nichts geht, es ist ein gemütlicher Morgen mit Mary. Guten Morgen. Der Grund, warum ich ein Bad betreibe, liegt gefand. Ich bade gerne. Nach jedem Arbeitstag nehme ich ein schönes Bad. Ich muss da sagen, baden ist nicht so ganz meine Sache. Spätestens nachdem ich einen Traumata erlitten habe, kann man eine kurze Anekdote erzählen, sofern man das Anekdote einordnen möchte. Wo sind denn die Fenster? Wie auch immer. Ich hab mir das Baden mit mehr oder weniger abgewöhnt. Ich hatte damals, ja, Lust zu duschen, mich zu waschen und war eben duschen gegangen. Schade. Und dann war ich im Duschen, natürlich sehr heiß, war Winter. Und da habe ich gesagt, ja, ach, ich habe wieder mal Lust zu baden, bade ich doch mal. Hat mir so eine schön heiße Badewanne eingelassen.
Fenster übrigens nicht geöffnet, es war ja Winter. Warum muss man auch rausgehen, wenn man heißes Wasser einlädt? War dann schon die Badewanne, habe dann auch gebadet, hatte auch voll schön viel Spaß. Ich habe da so viel geschwitzt dabei, da habe ich gedacht, so, ach, duschst du noch mal. Fenster war immer noch nicht offen, da sind immer ungefähr eine halbe Milliarde Grad drin. Bin ich noch mal duschen gegangen. Und während des Duschens ist mir dann irgendwann so aufgefallen, so, oh, irgendwie wird mir so leicht schwummrig. Mir geht nicht so gut, habe ich gesagt, na okay, anfangs lässt du mal lieber duschen noch eine Runde, also duscht weiter. Und als ich allerdings dann merkte, dass ich dann langsam das Sichtfeld verlor, insofern, es wurde mir nicht schwarz vor Augen, aber es sah aus, als würde ich vor einem, hätte ich einen Ameisenbildschirm vor den Augen. Tja, wie schon gesagt, einer der nettesten Kommentare, die uns die Bianca jemals gegeben hat. Auf jeden Fall ist dann damals eben meine Sichtfeld nach und nach eben so abgekackt. Ich hatte eben noch so ein Ameisenfeld vor den Augen. Irgendwann, ich habe wirklich nur noch so gedacht, sogar im Fall so, muss raus aus Dusche. Hab dann, als ich der Dusche rausging, auch noch gleich die Dusche mitgenommen, die bei uns kaputt war. Es war weniger lustig. Auf jeden Fall war ich dann fertig. Ich weiß nicht mehr, wie ich es rausgeschafft habe. Ich war auf jeden Fall schon fast, so kann man sich gar nicht vorstellen, also so etwas benebelt ist, man hat einfach keinen Sauerstoff mehr bekommen. Ich kenne das ja, wenn man eigentlich ein Bekenntnis bleiben sagt immer, wenn man Kohlenstoffmonoxid, wenn man daran stirbt, ist relativ angenehm, wenn man langsam wegdämmert. Das kann ich insofern bestätigen, es ist wirklich so. Ich einfach irgendwann so abwesend. Da war zum Beispiel die Badtür, die war ja zu, sonst wäre ich nicht in der Lage gekommen. Und ich bin dreimal gegen die Tür gelaufen. Aber wirklich so voll auf und so zack vor mir im Kopf dagegen, bis ich überhaupt gerafft habe, dass diese Tür zu ist. Habe ich die Tür irgendwie aufgemacht, bin in mein Zimmer gegangen, nachdem ich den Türrahmen mitgenommen habe. Und das, yeah. Sagen wir so, also danach habe ich, wie man es sagt, nie wieder gebadet. Ja, schon ein ziemlich traumatisches Erlebnis. Mal abgesehen von meiner armen Stirn, die sowieso etwas ruiniert war, eben durch das dreimal gegen die Tür laufen. Deswegen bade ich hier nicht mehr. Wie war ich jetzt drauf gekommen mit der Geschichte? Ach genau, Mildi hat uns ja erzählt, dass sie eben gerne badet. Kann ich sagen, es ist zwar schön, ich aber nicht. So, und du kannst immer hier oben lang. Ich wollte doch eigentlich die Tomaten ohne euch gießen, oder? Na, was soll ich denn was zu erzählen? Heute kommt ja auch endlich raus. Ja, ich mache wieder Eigenwerbung, aber hey, ganz im Ernst. Man wird doch mal über das reden können, was man in den letzten paar Tagen gemacht hat. Beziehungsweise, was gerade heute so rauskommt. Die Special-Folge. Nicht die Special-Folge, weil das neue Let's Play ist ja nicht draußen. Das ist endlich, also, ja. Dass ihr einen Vorteil hat, wie es weiter mal geäußert worden, die Besorgnis mehr oder weniger. Deswegen das neue Let's Plays nicht so sehr in der Lage sein werden kann, neue Moon Factory Folgen zu präsentieren. Da muss ich jetzt anmerken, ja, natürlich habe ich neues Let's Play, es wird für mich auch mehr Arbeit. Allerdings wird das weniger das Moon Factory Play überschatten, Let's Play, denn der Grund, warum ich jetzt dieses neue Let's Play angefangen habe, war unter anderem, dass Moon Factory einen Nachteil hat, es ist doch schon sehr aufwendig. Hat den Grund, na, ich sag mal, PC hat ein paar Macken, viele Macken, was es angeht. Weshalb ich das Let's Play immer nur sehr flüssig aufnehmen lässt, wenn ich sehr viel Zeit habe gerade. Ich sag's mal so grob im Ganzen, weshalb ich meistens innerwochs kaum Zeit habe, Moon Factory aufzunehmen. Nun kommt jetzt doch manchmal schon vor, dass ich am Wochenende nicht genug Zeit hatte, genug Folgen aufzunehmen. Und dann, ja, habe ich eben jetzt auch ein Let's Play gesucht, was ich auch mal eben so spontan zwischendurch aufnehmen kann. Und so kam ich eben darauf, eine Visual Novel zu spielen. Und es wird eben insofern eben nicht Moon Factory aufnehmen, denn diese Folgen des anderen Let's Plays werden dann immer bei Bedarf hochgeladen. Da kann ich immer spontan 15 Minuten mich reinschalten, Hallihallo sagen. Und ja, das geht bei Moon Factory eben nicht. Also spät ist es abends. Und was machen wir? Natürlich erstmal ihr Hallo sagen. Guten Abend. Ich bin so froh, dass ich hier heil und gesund ist. Pff. Ja. Tun ja alle so, als hätten sich Sorgen um sich hier gemacht. Von wegen. Ihr wisst ja alle, wie verzweifelt wir nach Unterstützung gesucht haben.
Aber was soll's, ich geh jetzt noch. Und jetzt noch vorher, ja, wir gehen zweimal Kreaturen schlachten. Zuvor gehen wir jetzt mal kurz angeln. Nachdem wir jetzt angeln waren, gehen wir dann zu Sharon, dann gehen wir zu Mai. Und dann erst, dann gehen wir in die Torushöhle, Clemenshöhle. Nachdem wir. Ja, nachdem wir. Ach, Stiefel, ich will das ja. So. Gehen wir dann eben, gehen wir in die Clemenshöhle, nachdem wir bei Melody waren. Ha! Das Wetter ist schön. Giebert ist es auch. Wie wir alle wissen. Blöder Stiefel. So. Ah, ich hab Geschenk für dich, Kleiner. Stiefel, den mag ich nicht besonders. Das tut mir halt, Kleiner. Haustiere streicheln, hab ich auch lange nicht mehr getan. Nicht, dass ich meinen so lieben Kleinen nicht vergessen hätte. Pff, daneben nicht. Aber Licht mag es ja. Selbst an Schuld. So, und dann werde ich auch keinen Bock haben, jetzt noch. Da die Fische nicht wollen, dann lassen wir jetzt, lassen wir auch Fische sein. Und lassen wir jetzt erstmal Ruhe und Spaß haben. Ich glaube eh nicht, ich glaube, Mai treffen wir noch nach 12 Uhr gar nicht mehr. Danke. Also, mein, zumindest finden wir doch Mai um 12 Uhr irgendwie nie mehr, weil sie irgendwie immer spurlos verschwunden ist. Warum bist du hier, Kleiner? Oh, nee. Oh. Ich werde nicht wissen, was für widerliche Gelüste sich hier unser kleiner Freund gerade befriedigt hat. Auch wenn wir zu schnell einen Vater kennen. Wie wir erfahren haben, ist unser netter Freund Nikolas ja anscheinend nur so ein Jahr alt. Ich frage mich zwar, wie das geht, aber anscheinend ist das möglich. Aber er ist ja sowieso eine ganz eigene Art, mit dem wir eigentlich nichts zu tun haben. Achso, jetzt auf geht's, weiter zu Clemenshöhle und weiter durchschlachten, alle RP versammeln und dann selbstverständlich wieder hier drin übernachten. Denn wir wissen, der frühe Vogel fängt den Wurm, hat dann gar nichts damit zu tun, aber ich wollte es mal so gesagt haben, so ein schlauer Spruch kommt doch immer schön. Leveler, so soll es sein. Ein neues Level Up, wir sind endlich Level 29. Das wollten wir schon immer mal erreichen, Level 29. Unsere aller Träume wurden endlich erfüllt. Nein, nein, keine Sperre. Nein! Blöden Mistviecher. Die sind böse Kreaturen der Nacht. Insekten. Ihren widerlichen Chitinpanzern. Kennt eigentlich einer von euch Frankenfran? Ich meine, wir haben ja hier ein Animanga-Spiel, da kann man mal über solche Animangas reden. Oh nein, die Killerfalle. Wir müssen alle wieder vor Angst zittern. Nee, ich komme gerade so nebenbei drauf, also das ist so. Ich sag mal, Lieblingsmanga, eigentlich schon. Mein derzeitiger Lieblingsmanga, nachdem ich so ungefähr nach einem halben Jahr jetzt erfahren habe, dass der auch auf Deutsch draußen ist, Frankenfran oder Frankenfran. Sehr schöne Sache. Und kennt das eigentlich einer von euch? Nämlich da ich gerade von Chitin sprach, Chitin ist ja die, das Material, aus dem der Panzer von Schalentieren gemacht ist. Da gibt es so eine nette Folge, wo sie eben das Chitin von Insekten eben weiterverarbeitet. Kakerlaken, genau zu sein. Und ja, genau, was ich eigentlich damit groß sagen. Ihr müsst euch mal unbedingt dieses Spiel anschauen, diesen Manga anschauen. Er ist wirklich ganz nett. So. Ja. Du blöder Scarabeus. Tschüss. Stirb, mein kleiner Freund. Ich muss sagen, ganz im Ernst, wenn die Früchte morgen fertig sind, dann bin ich jetzt auch mit der Folge fertig, wie ich gerade sehe. Also wenn die, sobald diese Samen fertig sind, oh, dann sind wir eigentlich auch schon wieder mit der Höhle fast fertig, will ich ja fast schon sagen. Obwohl ich ja nicht weiß, wie stark der Boss am Ende hier ist. Aber was soll's.
kurz auf Pause klicken. Das war die heutige Folge von Let's Play Room Factory. Wir haben heute einiges gemacht, eine Mischung aus Alltag, Pflanzen, Gießen und über Ramsch reden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Was machen wir morgen? Wie werden wir uns mal ein Feld durchschlachten? Werden wir drin übernachten? Werden unsere Pflanzen gießen? Und endlich aber auf unsere Pflanzen reif werden? Deswegen kündige ich an, schon mal an, wenn dann jetzt nichts groß passieren wird, von wegen unsere Pflanzen sind reif, machen wir so eine Blitzphase und dann bespringen wir jetzt so lange, bis wir endlich alles erledigt haben. Und wer weiß, ja genau. Das war die heutige Folge von Let's Play Room Factory. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir hat natürlich wie immer Spaß gemacht und ich hoffe, wir sind dann bald wirklich hier aus der Clemenshöhle. Wer weiß, wie lange es noch dauert und bis dann eben. Ciao.